Der Blick auf das Wichtige des Tages. Willkommen zur Tagesschau. Heute haben wir diese Themen für Sie. Anruf zum Stich. In der Schweiz sind Direktgespräche zur Impfmobilisierung aus Datenschutzgründen nicht möglich. Wie lässt sich die Impfmaschinerie in der Schweiz wieder ankurbeln? Die Kantone prüfen nun neue Möglichkeiten, von mobilen Impftrucks bis zu Impfungen ohne Anmeldung. Gestern lancierte der Leiter der wissenschaftlichen Taskforce eine weitere Idee. Personen sollen direkt via Telefon kontaktiert werden. Doch wäre das in der Schweiz überhaupt möglich? Pim Roos hat nachgefragt. In Großbritannien sind nur 5% der über 50-Jährigen nicht doppelt geimpft. In der Schweiz sind es rund 30%. Solche Vergleiche verleiteten Taskforce-Chef Martin Ackermann zu dieser Aussage. Besonders interessant ist der Blick nach Großbritannien und Spanien, denn in diesen Ländern sind die meisten der vulnerablen Personen geimpft. Die Antwort ist einfach, aber trotzdem bestechend. In diesen Ländern wurden die Menschen ab einer bestimmten Altersklasse direkt kontaktiert, sodass sie Fragen zur Impfung stellen konnten und der Zugang zu einem Impftermin sehr einfach wurde. Doch anders als in Großbritannien sind in der Schweiz Telefonkampagnen bei Ungeimpften aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Das sagt heute der Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern gegenüber der Tagesschau. Bei der momentanen Rechtslage wäre dies nicht zulässig. Es fehlt im Gesundheitsrecht eine Grundlage, die dem Staat erlauben würde, schon nur herauszufinden, wer nicht geimpft ist und dann die Personen auch zu kontaktieren. Technisch wäre es zwar möglich, herauszufinden, wer sich nicht impfen lässt, aber auch hierfür fehle die rechtliche Grundlage. Ich kann nachvollziehen, dass man auf diese Idee kommt. Es wäre aber im Moment aus Datenschutzsicht klar unzulässig und würde vielleicht auch bei der Bevölkerung nicht so gut ankommen. Die Kantone müssen also andere Anstrengungen unternehmen, um Unentschlossene zu überzeugen.